Das sind die Lambas Kimba und Valerie. Krankenpfleger Hans-Willi Bornscheuer setzt sie in der Therapie mit psychisch kranken Menschen ein. Patient Viktor lernt, das Tier anzusprechen und es zu führen. Er striegelt das Lama und er hilft bei der Klauenpflege. Das schult sein Pflichtbewusstsein und stärkt das Selbstbewusstsein. Ja, Sinn und Zweck der tiergestützten Therapie ist halt, um die Bewohner bzw. den Patienten, den Mensch, zu fordern und zu fördern, indem er die Verantwortung für Tiere übernimmt.